Hallo Ali, ich bin's wieder, der alte Knacker aus Neulenkbach. Ich stehe im strömenden Regen vor dem Zirkus Louis Knie Junior in Tulln. Blaue Show, was ich mitbekommen habe. Wir werden uns das jetzt anschauen. Wir dürfen freundlicherweise fotografieren. Und dann schauen wir mal, was sich hier abspielt. Ich rede nachher, wenn es weniger regnet. Da sind wir also schon im Zelt, es waschelt und gurgelt und die Show geht schon los. Die Dame mit der Geige kommt und Ballett, damit hat keiner gerechnet. Also so richtig toll choreografiert geht's los und im Hintergrund baut sich da ein Clown auf. Zu dem Clown werden wir noch öfter kommen. Der wird da geschminkt und angezogen und zwar in vollem Programm mit rundherum Showtheater. Eine sehr gelungene Einleitung in die Zirkusvorstellung. Dann kommt dramatische Musik und Riesentamtam. Und die Enten. Jetzt kann man sagen, die Laufenten können ja so eine fade Geschichte sein. Aber hier kommt auch dieser Hund dazu und der Hund, sage ich euch. Der weiß genau, was er zu tun hat, ohne Kommando, ist total defensiv und geht automatisch dorthin, wo er hin soll. Also der kommt noch vor dem Menschen in die Manege und dann steuert der sozusagen die Enten. Das ist so richtig, richtig gut. So, der Clown kommt hinter uns, schwer zu filmen, und dann kommen die Damen mit den Bällen und wursteln da herum, um eine Hauptdame einzuleiten. Und diese Dame spielt mit den Bällen. Und zwar spielt die so richtig hoch, ebenso choreografiert, sinnlich, mit Gesichtsausdruck, mit zwischendurch echt guten akrobatischen Einlagen, die ich natürlich nicht fotografieren konnte, weil sie so schnell sind. Also echt faszinierend. Also Bälle, die interessant sind. Gut. Und dann kommt, juhu, das Maxl mit diesen Ringen. Ich habe mich dazu ja speziell in den Weihnachtsausgaben nicht so gut geäußert. Die kommen allerdings erst bei euch. Und hier, also da passieren Dinge mit dem Maxl, die wirklich gut sind und auch toll choreografiert. Absolut passend zur Musik, verschiedene Emotionen und schaut, was da für Figuren entstehen. Sowas habe ich noch nicht gesehen und ich habe das schon öfter gesehen. Also auch sehr gut und da steckt dieser Mann drinnen. So, der Clown ist wieder hinter uns, ich bin vorne in der Loge gesessen und diesmal ist er der Gewichtheber. Der macht da einfach die Manege, auf dass man durchgehen kann und hat das ultra mega hyper schwere Gewicht da herumstehen und wird das jetzt gleich hochheben mit der Dame. Super Interaktion, sie spielt auch ganz toll. Und dann hebt er das hoch und freut sich und alle jubeln und klatschen und alles super. Und dann tragt die Dame das raus. Egal. Und dann kommt noch das Riesengewicht. Und für dieses Riesengewicht, das er natürlich hochheben kann, holt er sich noch einen Herrn. Und der Herr kann das dann nicht hochheben, weil drunter einer dagegen hält. Sehr witzig. Es geht in die Luft. Eine Dame fliegt da an diesen Netz, Schnüren, Netz. Und macht ihre Sachen und das Tolle ist, ihr wisst, diese Luftnummern sind manchmal etwas langatmig, sage ich mal, und in diesem Fall eben nicht, weil die ganze Zeit am Boden ein Kasperltheater ist. Und dann kommen noch die Herren dazu und machen da Sprungseilgeschichten. Und so machen die mit zwei Sprungseilen im Sprungseil Salto und echt arg und dann geht es wieder kurz in die Luft. Also eine so richtige ausgelastete Nummer. Die Pferdchen kommen, die sind so richtig schnell. Also nicht fotografierbar, wie man sieht. Machen aber ihre Sache ganz gut und die marschieren so auf der Bande. Bei uns hat eine Sitznachbarin so einen Sackerl dort hängen gehabt. Das wurde dann sehr intensiv inspiziert von so einem Pferd. Das war recht witzig. Und dann hüpfen sie. Und einer ist dabei, der wirft beim Sprung den Kopf nach hinten. Also es hat total urig ausgehört. Der Clown ist wieder hinter uns. Und holt sich vier Männer und ich denke mir, juhu, die Sesselnummer. Aber nicht die Sesselnummer, denn der Clown macht das Ultra-Mega-Hyper-Kasperltheater in der Manege und zu Musik und die sollen das jetzt nachmachen. Erinnert so ein bisschen an Bartolino, aber noch aktiver. Ja? Also der Clown ist komplett anders als alles, was ich je gesehen habe. Der ist nämlich so ein richtig professioneller Artist, also der so wirklich was drauf hat, auch körperlich. Und macht das Clown-Sein einfach so, um Clown zu sein. Recht witzig. Die Männer haben auch ganz toll
Bild. Ich habe es jetzt nicht ausgepixelt, weil in der Vorstellung generell Fotografieren und Filmen erlaubt ist und auch veröffentlichen. Also ganz witzig. Und dann hüpft der Clown noch so durch die Gegend und ich habe sehr viele Fotos bei der Nummer gemacht, weil sie echt ein Hammer ist und echt witzig. Ja, so wurschtelt es dahin. Dann wird der noch gedreht und gehüpft und ganz schlimme Sachen. Also der Clown führt sich echt auf und er führt sich gut auf. Ganz direkt. Also wirklich gut. Gut, guter Clown. Kann man nichts sagen. Erinnerst du dich noch? Ich habe doch gesagt, nicht die Sesselnummer. Na, doch die Sesselnummer. Das Schöne ist, dass das echt flott ist. Also diese Nummer ist in einer Minute erledigt. Der Clown reduziert die Sesseln, die Männer sind dort und dann kommt die Chefin. Ja, das erste Mal, dass die Chefin was sagt. Ich bin total begeistert. Bislang keine Moderation und sagt, jetzt 20 Minuten Pause und dann gehen sie. Natürlich wird es dann auch aufgelöst. Dann gibt es noch eine Verabschiedung und dann kommt dieser große Robotermann und dann beginnt die Pause. Und dann gibt es in der Pause die Tierschau. Die Tierschau ist eine Frechheit. 3 Euro pro Person für 4 Tierrassen ist nicht angemessen. Das möchte ich hier mal kritisieren. Aber wir jammern hier auf hohem Niveau. Das Zelt ist 32 Meter im Durchmesser. Ein Riesending, so groß, dass die Bestuhlung gar nicht bis an die Außenwände geht. Das heißt, man kann außen so 1,5 Meter durchgehen. Es hat geregnet und offensichtlich gibt es oben ein Thema, dass an manchen Stellen bei den Säulen Wasser eintritt. Ich habe das dann auch gesagt und die werden das schon machen. Das Zelt ist von Perušek, ein tschechischer Zirkus, der nicht mehr auf Tour ist, gemietet, soweit ich das verstanden habe, und auch die Bestuhlung. Kein Zirkus in der Nähe? Dann komm zu uns ins Eitle Kindergarten Neulenkbach, dem Museum mit Flipperautomaten und Lego-Sets oder Retro-Videospielen. Jahreszeitabhängig gibt es bei uns unterschiedliches zu erleben. Die Öffnungszeiten findest du auf unserer Homepage. Bis bald! Nach der Pause geht's weiter und hier hätte man wirklich sagen können, wir machen eine Umbaupause. Denn während der Pause wird dieses riesige Sicherheitsnetz aufgespannt, denn es kommt eine Trapeznummer. Die ist auch kurz untermalt von dem Clown, das ist ganz nett. Und dann stellt sich heraus, dass dieser Clown der Fänger in der Trapeznummer ist. Ganz toll. Und dann fliegen die Mädels und die Burschen durch die Gegend. Es ist unglaublich, was die aufführen da in der Luft. Und nicht nachvollziehbar, dass das überhaupt funktionieren kann. Ich sage jetzt auch dazu, es hat nicht alles perfekt geklappt und das ist bei der Nummer wahrscheinlich auch nicht möglich. Jedenfalls ist es echt spannend und eine ganz tolle Sache. So Trapezgeschichten habe ich schon länger nicht im Zirkus live gesehen, auch mit Kapuze, wo man nichts sieht und lauter so Sachen. Selbst beim Abgang machen die dann noch Kasperltheater und springen dann so ganz bewusst in das Sicherheitsnetz. Und echt nett, eine bleibt dann oben hängen. Ja, kann ja mal was sein, womit man nicht gerechnet hat. Also wirklich sehr gelungen und sehr spektakulär, diese Nummer. Da gibt es übrigens die ganze Zeit auch Live-Musik mit Blasinstrumenten und das Schlagzeug sowieso live. Dann kommt, während die das abbauen, das ist ja ein Aufwand, dieses Sicherheitsnetz abzubauen, sie ist auch eine Artistin, die zaubert da jetzt ganz okay, Zwischennummer, also nicht spektakulär, aber ganz nett. Und dann ist plötzlich mitten in der Manege ein junger Mann, der Matthias, den habe ich mir sogar gemerkt, den merke ich mir, weil er das Lächeln in Stein gemeißelt hat. Und spielt das Schlagzeug, während ihn ein Herr alles wegnimmt, was er da bespielt und dann klopft er halt am Boden weiter. Echt nett gemacht. Und dann bleibt er halt da stehen und ich habe mir schon gedacht, diese Schuhe schauen verdächtig aus. Dann macht er eine Steppnummer, so Richtung Lord of the Dance. Und zwar echt gut. Also der kann das so richtig. Wirklich beeindruckend. Hab dann auch entsprechend viel fotografiert. Und ihr merkt, wir haben 400 Fotos im Video, obwohl ich mir vorgenommen habe, weniger zu fotografieren. Und da habe ich schon 200 rausgeschnitten. Und dann kommen Clowns mit Live-Musik und machen Kasperltheater. Und zwar jetzt 2 Clowns. Das ist der eine, ich glaube, das ist der Herr aus den Röhrenmaxl. Und dann unser bekannter Clown, der auch gerade im Trapez war. Und die machen jetzt eine Nummer,
die ich in der Form noch nicht gesehen habe, die sich im wahrsten Sinne des Wortes gewaschen hat. Da ist nämlich die Dame, die sagt dann, sie lädt ihn auf Essen und Trinken ein, wenn er den Ball dann mit dem Trichter auffängt. Und wie er den hochhält, leert ihm von hinten jemand Wasser in den Trichter und er hat das auf der Rübe. So, so weit, so lustig. Dann kommt der zweite und dasselbe Spiel geht nochmal los und sie wollen dann diese Dame dazu bringen, dass sie den Trichter hält und Wasser reinkommt. Und dann führen sich die auf und die Clowns sind zu doof, um die Frau nass zu machen und machen sich dabei selber immer mehr nass. Und die haben wirklich keine Hemmungen. Die führen sich da auf, machen ein riesen Kasperltheater und am Schluss schwimmen die schon richtig da am Boden in der Folie und sind waschelnass. Also echt ein Hammer. Später sieht man dann, wenn sie das wegräumen, dass es für die Manege extra mehrere von diesen Abdeckplanen gibt, weil sich die so einsauen, dass man sie dann in der Vorstellung nicht mehr verwenden kann. Es ist echt ein Hammer. Wirklich lustig, was die da abgezogen haben. Kann man sehr empfehlen. Also schon die Clown-Nummern sind es wert, in den Zirkus zu gehen, wenn man Zirkus nicht mag. Und die artistischen Sachen sind ein Hammer, falls man die Clown-Nummern nicht mag. Also positive Rückmeldung. Ja, und dann geht's weiter, nochmal der Clown mit Kasperltheater und dann kommen die Damen und tanzen wieder wunderbar ballettig, während wieder eine in die Luft geht. Also das kennen wir im Prinzip ja schon. Diesmal im Ring. Und es ist wirklich so, dass wenn dich das oben nicht interessiert, dann schaust einfach unten hin. Die machen nämlich so Bodenakrobatik daneben und wenn dich die Bodenakrobatik nicht interessiert, dann schaust du nach oben. Es ist ein sehr stimmungsvolles Ding, die Musik optimal dazu gewählt. Also wirklich sehr angenehm. Also ich bin da in dem Zirkus gesessen und habe mir gedacht, wow, ein richtig guter Zirkus. Und das, obwohl kein Name am Zelt steht. Au weh. Ja, weil wir gerade Zeit haben, das Marketing ist eine Katastrophe. Also die Webseite ist mies und falsch. Also auf der Webseite stehen Dinge bei der blauen Show, die nicht in der blauen Show vorkommen. Und Dinge in der roten Show, die nicht in der roten Show vorkommen. Es gibt keine Fotos und es ist wirklich unübersichtlich. Positiv ist dann zu merken, dass man die Karten online kaufen kann mit Platzbuchung. Perfekt, du brauchst dich nicht anstellen an der Kasse. Du kaufst die Karten vorab und hast deine Plätze reserviert an einer bestimmten Stelle. Großes Plus an dieser Stelle. Ja, da ist schon längst der Jongleur auf Bild zu sehen. Der junge Mann, der auch Clown gespielt hat, macht hier Ballakrobatik und wirft die Tennisschläger durch die Gegend. Das Schöne ist, er kann's. Da ist nichts runtergeflogen, kein einziges Mal. Der wirft bis zu 6 von diesen Schlägern. Tolle Musik, gut kombiniert. Er spielt mit dem Publikum wirklich in Ordnung. Also artistisch herausragend, dieser Zirkus. Einer der qualitativsten, die ich je gesehen habe. Dann kommt die Ukraine. Geschichte. Die ukrainischen Artisten, das kann man jetzt so und so sehen, die machen die Sprungsachen. Das ist nicht zu fotografieren, ihr seht nur fliegende Leute, die laufen auf dieser Matte, die Matte ist so eine Art Federmatte und machen da Saltos und Dinge, das ist echt unbeschreiblich. Also wirklich gut, sehr bedrohlich. Also ich bin unmittelbar am Ende dieser Laufbahn gesessen und habe mich wirklich gefürchtet, dass mir da einer auf die Rübe knallt. Und sie können das, ja. Die Damen und die Herren, sie machen das mit Engelsfedern. Okay, soll so sein. Passt wenigstens zum Namen. Aber sie sind echt akrobatisch gut. Ich glaube, man hört, dass ich begeistert war in der Vorstellung. Wirklich in Ordnung. Ja, da fliegen sie und sie machen das lange, ja. Dann hüpft der am Stand und macht einen Salto nach den anderen. Es ist wirklich unglaublich. Und Feuer. Es gibt auch Feuer im Zirkus, diesen Ring, und da springen sie dann durch. Dann kommt noch die Dame mit dem langen Kleid. Die wird ein bisschen bewachelt von 4 Seiten. Also das ist so eine ballettartige Nummer. Ist zum Runterkommen ganz gut. Und dann wird die große Verabschiedungsrunde gemacht. Matthias! Thank you.
am Schluss wird noch der Clown abgeschminkt mit Riesenkasperltheater rundherum und die Show ist zu Ende. Mir hat es sehr gut gefallen. Am besten war der Clown. Das war auch so einer, wo sich der Clown umgezogen hat in der Manege. Das war irgendwie urnett gemacht. Also dir hat es gefallen? Ja. Also mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja, der Clown war gut. Am besten hat mir die Trompetennummer gefallen, muss ich ehrlich sagen. Die verrückten Achselspringer. Genau. Weil da war ja der Clown ja auch dabei. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen. Es war eine sehr, sehr schnelle Show. Sehr wenig Leerzeiten dazwischen. Ja, anders als die anderen Zirkusse, die wir kennen, aber definitiv sehr empfehlenswert. Mir hat sehr gut gefallen, wie trainiert die Tiere alle waren. Die haben alle genau gewusst, was sie zu tun waren, auch wenn der Trainer noch gar nicht da war. War sehr beeindruckend. Es ist ein bisschen irritierend. Ich kenne den Zirkus Louis Knie Junior. Der war vor ein paar Jahren mal hin und wieder in unserer Gegend. Das ist definitiv nicht der. Ich kenne den Zirkus Louis Knie aus der Schweiz. Das ist definitiv nicht der. Dieser Zirkus heißt Louis Knie und er fährt blau und rot in verschiedenen Städten. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Ich habe auch null rausgefunden bis jetzt. Ich werde mich dann noch dran. Zum Programm. In der Pause habe ich gesagt, er ist sehr unpersönlich, aber artistisch sehr gut. So richtig gut, würde ich sagen, einer der besten artistischen Zirken, die ich je gesehen habe, speziell in Österreich. Und ab der Pause ist es dann plötzlich persönlicher geworden. Ich bin total irritiert, weil ich es nicht zuordnen kann, man merkt es ja. Sehr gut gemacht, die Nummern absolut super, der Clown komplett anders als alles, was ich kenne. Und unglaublich gut und aktiv. Also ich bin eigentlich sprachlos. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, ob der wiederkommt. Ich persönlich spekuliere jetzt mal, das ist nicht der Zirkus Louis Knie, sondern da haben sie einen Haufen guter Artisten zusammengekarrt und in ein Zelt gestellt. Und ihr seht, es ist nicht Personal, das hier, das steht nur bei Louis Knie am Zelt. Und es fährt, die Wagen sind auch alle anders beschriftet. Ich gehe mal schwer davon aus, dass das was ganz Neues ist und sich das irgendwie so ergeben hat. Was ja gut ist. Und das ist irritierend gut. Und das ist eines der hochwertigsten Dinge, die ich vor allem in unserer Gegend hier gesehen habe. Es ist irritierend. Ich werde das erforschen und ihr habt es sicher schon gehört, was wirklich ist. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das ist die Sendung.